Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tichys Einblick. Diese Geschichte bei TE sorgt für erhebliches Aufsehen. Eigentlich soll die sogenannte Energiewende Strom sparen und die Verschwendung von Energie vermeiden. Da stehen also derzeit gut 31.224 Windräder in der Landschaft. Ob die sich drehen oder nicht, sie benötigen selbst Strom. Und zwar immer. Je mehr Anlagen die Windindustrie also zubaut, desto mehr Strom wird allein für die Anlagen benötigt. Frank Hennig, Tichys Einblick-Autor und selbst Kraftwerksingenieur, und der Maschinenbauingenieur Detlef Ahlborn haben ausgerechnet, wie viel Strom diese Anlagen selbst verschlingen. Sie haben sehr konservativ gerechnet und sind dabei auf erhebliche Mengen gekommen. Frank Hennig, was passiert denn in den Zeiten der Flaute, wenn kein Wind weht, die Windräder sich nicht drehen, aber dennoch Strom verbrauchen? Ja, das ist die spannende Frage und bisher hat das noch niemand in dem Sinne untersucht oder zahlenmäßig erfasst. Wir haben ja ein Energiesystem oder wir wollen eins bekommen, was maßgeblich von Naturenergie getragen wird. Und da ist es logisch, wenn viel Wind weht, die Sonne scheint, dann haben wir viel Strom. Und wenn entsprechend das Gegenteil der Fall ist, dann haben wir wenig Strom. Bei der Windkraft haben wir nun die Erscheinung, wenn die Windräder nicht produzieren, weil der Wind stillsteht oder zu wenig weht, dann liefern die Windkraftanlagen nicht nur keinen Strom, sondern sie haben einen Eigenbedarf. Der erwächst daraus, dass die modernen Windkraftanlagen natürlich hochentwickelte Produkte des Maschinenbaus sind. Und die brauchen für ihren Betrieb, aber auch für ihren Stillstand, Hilfsenergie in Form von Strom. Also was wird da während des Betriebes von dem erzeugten Strom abgezweigt? Das sind natürlich vor allen Dingen Aggregate wie Ölpumpen, Ölbehälterheizung. Dann muss die Gondel nachgeführt werden, entsprechend in die richtige Windrichtung gedreht werden. Dabei ist zu beachten, dass die Gondeln bei den leistungsstarken Anlagen schon mal 400 Tonnen wiegen können oder sogar etwas mehr. Die Masse muss bewegt werden. Dann haben wir viel Geber- und Sensortechnik dran, Messtechnik, die dann auch noch über eine Datenübertragungsanlage zu einer Überwachungszentrale gesendet werden müssen. Also es werden Informationen und Befehle hin und her geschickt. Dann haben wir die Luftwarnbefeuerung, das heißt bei Dunkelheit die roten Signallampen, die da Kollisionen mit Flugzeugen vermeiden, helfen. Und wir haben gegebenenfalls in manchen Wetterlagen auch die Blattenteisung. Es dürfen sich keine Eisbeläge an den Blättern bilden. Das würde die Statik der Blätter gefährden. Vor allen Dingen würde es auch zu Unwucht führen. Und wenn solche Anlagen laufen, würden die wahrscheinlich abschalten über die Schwingungsüberwachung oder es käme sogar zur Zerstörung, mindestens aber zum Eiswurf und das alles will man nicht. Deswegen werden bei bestimmten Wetterlagen, also um die 0 Grad und hohe Luftfeuchte oder Schnee bzw. Eisregen, da kann es zu Anpackungen kommen, das ist zu vermeiden. Und diese Blattheizung, wofür es verschiedene Varianten gibt, die kann bis zu 80 Kilowatt ziehen. Also das ist schon eine deutliche Strommenge. Das kommt aber eher selten vor. Während des Betriebes ist das also so, dass aus dem produzierten Strom eine Teilmenge abgezweigt wird, die dann diese Hilfsenergie bereitstellt. Die spannende Frage ist, was passiert, wenn wir Windstille haben beziehungsweise eine Windgeschwindigkeit kleiner als 3 Meter. Also die meisten Anlagen laufen erst ab 3 Meter bis 3,2 Meter pro Sekunde Windgeschwindigkeit überhaupt erst an. Ja, und wenn die Windgeschwindigkeit niedriger ist, dann müssen die Anlagen trotzdem mit dem Strom versorgt werden, denn es kann jederzeit passieren, dass der Wind auch wieder auffrischt. Die müssen also ständig in Anfahrbereitschaft gehalten werden. Das heißt, die Öltemperatur muss oberhalb einer bestimmten Grenze gehalten werden. Ich denke so um die 30 Grad. Der Öldruck muss natürlich anstehen. Die Datenübertragungen müssen funktionieren und auch die Drehung der Gondel muss funktionieren. Das alles ist Hilfsenergie, was gebraucht wird. Und die ist in Summe nicht unerheblich. Das heißt also, in diesen Gondeln arbeiten viele Geräte. Im Winter sogar werden die Blätter teilweise beheizt. Die machen
Also das, was der Autofahrer im Winter bei kalter Nacht macht, nämlich das Eis abkratzen, das wird dort mit elektrischem Strom gemacht. Das sind also richtige Stromverbraucher auch, die in der Landschaft herumstehen, wenn kein Wind weht. Ja, das ist richtig. Die Blattenteisung ist sicherlich eine Tatsache, die nicht so häufig vorkommt, aber es kommt vor. Man kann entweder Abwärme aus der Gondel absaugen und in die Hohlräume der Blätter pumpen. Man kann auch Heizdrähte verlegen, um hier die Eisanpackung zu verhindern. Da gibt es verschiedene Varianten, aber die brauchen alle Strom. Die spannende Frage ist ja, wie viel macht diese Strommenge insgesamt aus? Das war bisher noch nicht, ich sag mal, im Licht der Öffentlichkeit. Da hat sich noch niemand groß Gedanken drüber gemacht. Eine Presseanfrage beim Bundesverband Windenergie hat ergeben, dass eine 7,2 MW-Anlage, beispielsweise von Vestas, dass die im Jahr für ihre Stillstandsversorgung 55.000 Kilowattstunden braucht. Dadurch kann man rückschließen auf die Leistung, die in den Stillstandsstunden gezogen wird. Für den deutschen Durchschnitt ganz grob überschlagen, in Deutschland gibt es 38 Schwachwindtage mit Windgeschwindigkeiten unterhalb der 3 Meter pro Sekunde Grenze. Und wenn man dann von den 55.000 Kilowattstunden noch etwas abzieht, nehmen wir an 45.000, das hochrechnet auf die Stillstandsstunden, dann kommt man auf einen doch wesentlichen Strombedarf, also einen Leistungsbedarf von 49 Kilowatt pro Anlage. Und wir wissen, dass es Wetterlagen gibt, wo fast alle Anlagen stehen. Also wenn ein zentrales Hochdruckgebiet über Deutschland liegt, dann stehen fast alle Anlagen. Hier haben wir mal 29.000 angenommen, die stehen bei den mehr als 31.000, die wir haben. Und wenn man das alles zusammenrechnet, überschlägig hochrechnet, dann kommen wir auf einen erheblichen Eigenbedarf in der Masse der Anlagen von 1400 Megawatt. Und das ist schon mal eines der kürzlich abgeschalteten deutschen Kernkraftwerke. Das entspricht auch etwa 3 Gaskraftwerken, die nach der Habeck'schen Kraftwerkstrategie jetzt gebaut werden sollen. Das heißt, die ersten 3 Gaskraftwerke, die gebaut werden sollen, die werden eigentlich vor allen Dingen als Reserve gebraucht für die stehenden Windparks. Üblicherweise wird gesagt, die sind dazu da, die Verbraucher zu versorgen, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Und jetzt erkennen wir aber, die werden zuvorderst dafür gebraucht, die Anfahrbereitschaft der Windkraftanlagen zu erhalten. Das ist eine neue Erkenntnis, die sicherlich noch keiner auf dem Schirm hat. Aber wenn wir daran denken, dass wir ein Energiesystem haben, was künftig angebotsorientiert sein soll, das heißt, dass selbst die Industrie nach dem Angebot hoch und runter fahren soll, dann ergibt sich daraus auch die Erkenntnis, dass bei Schwachwind nicht zuerst die Industrie den Strom aus Gaskraftwerken erhalten wird, sondern dass der gebraucht wird für die stehenden Windkraftanlagen, also für den Standby-Modus. Noch sind diese Gaskraftwerke ja nicht in Sicht. Die Kohlekraftwerke werden mit Begeisterung abgeschaltet. Stattdessen wird Strom aus den Nachbarländern importiert. Bedeutet das dann, dass Strom aus den Nachbarländern importiert werden muss, um eben die 30.000 Windräder hier in Bereitschaft zu halten und aufzuheizen? Ja, das ist die Frage, wo kommt dieser Strom her, diese Hilfsenergie? Also das ist dann Graustrom aus dem Netz. Der kann noch aus den verbliebenen laufenden Anlagen kommen. Der kann vielleicht auch aus Photovoltaik kommen. Aber wir haben ja bereits heute die Erscheinung, dass wir bei Schwachwind und auch bei Dunkelheit meistens den Strom importieren. Das heißt, es wird in Teilen auch Importstrom sein. Und da ist natürlich auch Kernkraftstrom dabei. Wir erinnern uns vor einigen Jahren die Kampagne, die gefahren wurde, die Aufforderung auf die Standby-Schaltung an TV-Geräten und anderen elektronischen Haushaltsgeräten zu verzichten, weil natürlich in der Masse der Anlagen hier auch ein Stromverbrauch vorliegt. Und es hieß, man könne auf bis zu 2, in Anführungsstrichen, Atomkraftwerken verzichten, wenn wir nicht die Standby-Schaltung nutzen, sondern am Netzschalter ausschalten. Ja, jetzt haben wir keine Kernkraftwerke mehr, die wir irgendwie einsparen können. Im Gegenteil, wir brauchen jetzt in Teilen da auch ausländische Kernkraftwerke, um unseren Standby-Bedarf für unsere Windkraftanlagen abzusichern. Das ist insofern eine neue Erkenntnis.
Habecks Energiewende also pervers. Statt Strom zu sparen, kommen neue Verbraucher hinzu. Was bedeutet denn das auch für die Kosten? Die Kosten für diesen Stillstandsstrom, die müssen vom Windkraftbetreiber abgerechnet werden gegenüber dem Versorger. Es gibt also Zähler, die dort eingebaut sind für den Fremdstrom, die müssen das bezahlen. Aber das ändert nichts daran, dass dieser knappe und teure Strom ausgerechnet in den Zeiten des höchsten Bedarfs dann nochmal aus dem Netz abgezweigt werden muss. Sicherlich ist diese Eigenstrommenge der Windkraftanlagen ziemlich gering im Vergleich zum produzierten Strom. Aber beim Netzbetrieb kommt es natürlich immer darauf an, zu welchem Zeitpunkt der Strom erzeugt oder verbraucht wird. Es nutzt nichts, irgendwann viel Strom zu erzeugen, den wir dann zwangsexportieren müssen, noch unter Zugabe von Geld sozusagen im Ausland verklappen, wie wir das in diesem Jahr wieder in Größenordnung tun, speziell in den Sommermonaten bei viel PV-Strom. Wir haben natürlich im Gegenteil bei windschwachen Zeiten oder sogar bei Dunkelflaute dann einen hohen Importanteil und auch hohe Preise. Und genau diesen Strom brauchen wir dann auch für unsere stehenden Windkraftanlagen. Also dieses System in die Zukunft weitergedacht ist so zumindest allein nicht lebensfähig. Und wir müssen dazu noch beachten, dass das ganze smarte Energiesystem, was wir ja deutschlandweit haben wollen, mit flexiblen Strompreisen, mit smarten Zählern bzw. Gateways, die also ständig Informationen an den Versorger hin und her schieben, wo alle 15 Minuten ein Tarifwechsel quasi möglich ist, weil man sich am Börsenstrompreis orientiert. Also wir werden hier ganze Rechenzentren brauchen, um dieses sogenannte intelligente System zu gewährleisten. Und das braucht Strom, den wir insgesamt bei uns selbst immer weniger haben werden. Was erwarten Sie denn künftig für die sogenannte Energiewende? Jetzt steht ja wieder die dunkle Jahreszeit bevor mit herbstlichen Hochdruckwetterlagen, in denen kein Wind weht, mit viel Nebel, in denen die Photovoltaikanlagen zumindest tagsüber auch wenig bis nichts erzeugen können. Was erwarten Sie denn? Wie geht dieser Wahnsinn, anders kann man das ja kaum bezeichnen, eigentlich weiter? Nun ja, es gibt aus unserer eigenen Erzeugung immer weniger Strom, immer weniger Produktion durch die weiter fortgeführte Abschaltpolitik. Das heißt, Strom wird knapper und teurer und vor allen Dingen wird das System inzwischen unbezahlbarer. Der Kanzler hat ja kürzlich versprochen, jetzt auch der Industrie wieder zu helfen mit einer staatlichen Stützung der Netzentgelte. Also wir haben inzwischen ein Stromsystem, was auf allen Seiten subventioniert wird. Also das eine sind die Erzeuger, die Erneuerbaren ohnehin. Seit dem Stromeinspeisegesetz in den 90er Jahren gibt es hier die Subventionierung, die jetzt inzwischen auf Steuergeld umgestellt wird hinsichtlich des EEG. Und wir müssen inzwischen auch die Ersatzgaskraftwerke subventionieren, weil marktfähig sind die alle nicht mehr. Die Investoren wollen das bezahlt haben, auch das ist Staatsgeld. Jetzt sehen wir, dass die Netzentgelte für die Industrie gestützt werden müssen. Also wir haben ein vollumfänglich planwirtschaftliches staatliches System, was überall Geldspritzen braucht, um überhaupt zu funktionieren. Die Frage ist nur, wenn wir selber immer weniger Wertschöpfung betreiben durch die Abwanderung der Industrie, durch ein Energiesystem, was nicht mehr wettbewerbsfähig, nicht mehr marktfähig ist, wo das Geld am Ende dafür herkommen soll. Und ich bleibe bei meiner Prognose, dass in der zweiten Hälfte der 20er Jahre diese Energiewende aus Geldmangel versanden wird. Dann ist aber schon ziemlich viel Schaden angerichtet. Wagen Sie noch mal eine Prognose zum Schluss. Wie geht's weiter? Es ist ja absehbar, dass sehr viele Kraftwerke nicht mehr an die Netze anzuschließen sind. Was passiert dann mit dem Industrieland Deutschland? Ja, vermutlich werden wir kein Industrieland im jetzigen Sinne mehr sein. Wir werden durch ein langes, tiefes Tal gehen, egal welche Regierung künftig in Verantwortung steht. Es wird dann Kurskorrekturen geben müssen, die aber alle sehr langwierig sind, weil von der bestehenden Substanz bereits so viel zerstört worden ist, dass sich vieles eben nicht mehr reaktivieren lässt. Hans-Werner Sinn hat unlängst in einem Vortrag diese Energiepolitik als extremistisch bezeichnet. Und ich würde sagen, damit hat er den Nagel auf den Kopf getroffen.
Sie selbst sind ja Kraftwerksingenieur, haben selbst jahrelang in Kraftwerken gearbeitet. Ziel, immer günstig und preiswert zu allen Zeiten Energie zu produzieren. Läuft das Ihnen jetzt nicht eiskalt über den Rücken herunter, wenn Sie sehen, was hier gerade angerichtet wird? Ja, also im Grunde könnte man ein Schütteltrauma bekommen. Man kommt aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus. Andererseits, und da geht es mir wie sicherlich vielen Beschäftigten in der Energiewirtschaft, man legt sich so viel Hornhaut zu, dass man dieses Desaster nicht mehr an sich ranlässt. Und da man das nicht wirklich vermeiden kann, die Mehrheitsverhältnisse sind nun mal so in der Regierung, wie sie sind, ja, dann bleibt einem leider vor allen Dingen die Rolle des Zuschauers, auch wenn das Frust bereitet, aber es lässt sich nicht ändern. Wir können nur versuchen, zur Aufklärung beizutragen, Wissen und Informationen zu verbreiten. Und natürlich sind auch die Fachleute keine Propheten, die alles vorhersehen. Das ist ja ein politisch-ökonomischer Komplex. Da ist es schwer, Vorhersagen zu treffen. Aber dass diese deutsche Form der Energiewende, die übrigens weltweit einmalig ist, dass dieser Form der Energiewende niemand folgt, das ist ja nun offensichtlich. Frank Hennig, haben Sie viel Dank für das Gespräch. Bitteschön. Die vollständige Geschichte von Frank Hennig und Detlef Ahlborn finden Sie auf der Webseite ticheseinblick.de. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite. Und wir hören uns morgen wieder, dann mit einem aktuellen Wecker wieder, wenn Sie mögen.